Heute freuen wir uns auf ein besonderes Spiel. Es hat jede Menge Schlagzeilen gegeben, aber gleich kann es endlich losgehen. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Gleich geht's los. Wir melden uns heute aus dem Signal Iduna Park, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen VfW Wolfsburg. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute. Ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob beide alles abrufen können. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Mats Hummels spielt mit Niklas Süle. In der Abwehr Julian Brandt steht Adeyemi. Ah, das war nicht einfach. Gute Parade. Macht sich lang. Schoss jetzt den Ball rauszuspielen. Klasse Aktion. Vorteil, die Wölfe bleiben am Ball. Da müssen sie aufpassen jetzt. Es gibt den Freistoß für den VfL. Daniel Mahlen sollten wir in diesem Spiel mal ganz besonders im Auge behalten. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor! Diesen sehr platzierten Ball schauen wir uns nochmal an. Ja, da gibt es am Ende nichts zu halten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Klasse, die Balleroberung im Angriffsdrittel. Wahnsinn, direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann fällt das Tor natürlich. Den kannst du auf diese Distanz gar nicht mehr verschießen. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Macht er ihn. Gehalten. Macht er gut. Ecke kommt in die Mitte. Gutes Pressing, da ist die Balleroberung. Und jetzt die Chance. Sah gefährlich aus dieser kurzen Distanz. Aber Castells macht das natürlich klasse. Mahlen. Latte, aber die Chance lebt noch. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das ist die Chance. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Spiel läuft wieder. Wolfsburg hat also auf ein Tor Rückstand verkürzt. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Ball kommt lang. Maximilian Arnold zieht gut zurück.
weiter gefährlich nach dieser Parade. Im Nachschuss fällt das Tor. Erst diese gute Parade, aber der Ball, ja, er bleibt bei ihnen. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Dortmund über außen. Flagge jetzt. Und da muss... Riesenchance, aber Kuhn-Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt ist die Kugel weg. Schirmt den Ball da richtig gut ab. Maximilian Arnold. Das wird hier Ecke geben. Ecke ins Zentrum. Klasse Timing hier. Die Chance für den Konter. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi. Abwehr lässt sich da viel Zeit. Kommt raus und er hat den Ball, Gefahr vorbei. Den Ball kann er abfangen. Karim Adeyemi. Václav Černý. Da gewinnt er den Zweikampf. Das ist Karim Adeyemi. Aber das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Super gehalten von Kuhn-Castells. Mele. Maximilian Arnold. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Immer noch gefährlich, aber auf Abseits entschieden. Karim Adeyemi. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Erstmal geklärt. Daniel Malen. Oh, er trifft die Latte. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Zieht vorbei. Da kommt die Hereingabe. Gibt Ecke, vielleicht die Chance zur Führung. Ecke kommt lang. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. So, jetzt geht es endlich weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. Jetzt vielleicht der BVB. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Da ist Platz für den Konter. Nur noch der Torwart vor sich. Karim Adeyemi. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Drin ist er. Oh, das war nicht einfach. Den aus der kurzen Distanz so perfekt zu lupfen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann der Heber aus kürzester Entfernung.
Das musst du dich erstmal trauen. Da brauchst du nicht nur Technik, sondern auch gute Nerven. Rückstand nun also für die Wolfsburger. Wie werden sie reagieren? Spiel geht weiter. Lovro Maier. Maier mit dem Ball. Zurückgespielt. Den hält er natürlich. Sie gehen dazwischen. Sie haben durchaus Platz auf außen. Die Flanke jetzt. Gute Gelegenheit. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ball kommt rein. Der Kopfball kommt nicht gut und der Ball geht weit am Tor vorbei. War vor allem technisch eher schwach. Sie werden hier wechseln. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Marcel Sabitzer. Klasse Einsatz, faires Tackling. Karim Adeyemi. Frühes Stören jetzt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Es gibt den Freistoß für den VfL. Unaufhaltsam. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Viel Platz für den Konter jetzt. Ball jetzt Lukas Metscher. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Alea. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich, das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da kommt die Wiederholung nochmal, wir sehen den Ballverlust, das ist eine Unaufmerksamkeit, der Ball ist weg, die Gefahr ist da, das Tor ist da, haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert, aktueller Spielstand 4:2. Lukas Major, Baku. Das ist Riedle Baku. Und jetzt der BVB. Marius Wolf. Guter Schuss jetzt. Noch ein Tor. Drei Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. So, weiter geht es hier für Dortmund läuft. Der Vorsprung beträgt 3 Tore. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Riedle Baku. Male. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Da wäre Platz für den Konter.
Da ist er alleine durch. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Da ist die Flanke. Könnte was werden, aber ist eng. Sie haben geklärt. Lukas Meja. Hereingabe. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene. Müssen Sie mehr machen. Sie wechseln. Male mit der Chance. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöht damit auf 4 Tore Vorsprung. Bah, schönes Tor, hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1, sieht so leicht aus, ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven, da musst du abgezockt sein. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie, das Spiel ist fast vorbei. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er zieht einfach vorbei. Da können Sie kontern. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Lovromeier, schön, wie er diesen Ball ablockt. Da ist die Hereingabe. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Ein Tor gemacht bei diesem Sieg, dazu der Alu-Treffer. Ich finde, das war ein gutes Spiel. Sehr aktiv da vorne drin, konnte sich die Abwehr nie so wirklich drauf einstellen. Wichtig, dass du solche Leute in der Mannschaft hast.